Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, wir müssen hier irgendwie wieder verschwinden und einen Ausweg finden. Ah, da kann ich direkt E drücken, das ist ja wunderbar. Dann klettern Oh, ist wir das wohl hier kalt? aus Helheim Ist es raus. Hehl? Nicht nur Hehl, der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Oh. Ich bin Ich sehe ein überhaupt. Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel, aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Wieso ist das Seit denn der tausend schlimmste Kriegszeiten hält Teil? der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern, aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier schon komisch schnell auf der Dinge. Ja. Finde ich auch sehr ulkig hier. Junge. Das war nicht ich. Wer war das dann? Benimmst du dich mal wieder? Nein. Warum ausgerechnet jetzt? Oder kann ich mir Zeug zerstören? Und hier kann ich vor allem die Vase zerstören. Alles gut bei dir, Atreus? Oh, wieso habe ich das denn übersehen? Und die Kiste hätte ich beinahe auch übersehen. Ich glaub's hier nicht. So, das geht nach oben. Hält das auch? Ja. Hat mir das was gebracht? Nö. Na gut, aber wir konnten's. Ah, ich kann einfach springen. Was habt ihr denn wieder für Wesen und wieso erscheint hier so einfach? Nein, Atreus. Falken. Au, wieso auf mich? Was ist denn los mit dir? Und hattest du immer schon so glänzendes rotes Haar? Ich dachte, du warst eher braunhaarig. Ja. Ah. Vielleicht liegt es an dem Schnee, dass das jetzt ein bisschen roter wirkt. Muss ich damit was machen? Ich glaube erstmal nicht. So, schön hoch mit dem Tor. Ich mag's, dass die oben bleiben und mich nicht aufspießen beim Das Versuch war ich. durchzugehen. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Ja. Nicht sein. Das war ich nicht. Denke Natürlich jetzt warst nicht du das. daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Müssen wir Schatten-Atreus besiegen? Oh, die Augen sind noch am längsten da geblieben. Das war relativ cool. So, hier ist doch so ein Punkt. Dann wollen wir mal wieder um die Spalte da Kopf, was rumklettern. war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Visionen Qual sein sollen. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ja, Ich lasse mich daran nicht wäre mir davon auch viel sehen, gelegen. wie du gesagt hast, Mimir. Es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingebrockt. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenke ich nicht weiter ab. Habe ich es geschafft? Ich habe es nicht geschafft. Gibt es da noch ein anderes Ding, was man beachten muss? Hier mit der Gesundheit. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller? Ich muss nachdenken. Sohnemann, du bist der Kluge. Sag mir mal, wie ich das machen muss. Ja, das bringt nichts. So. Das bringt das. Wo kriege ich denn zweites Ding her? Hier unten? Hallo? Brauchen zweiten Wind. Nee, das sieht falsch aus. Irgendwie oben klebt auch nichts. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Also, ich spüre meine Finger nicht mehr. Müssen beide Windfallen gefüllt werden? Ich weiß es nicht. Gebt mir doch Tipps. Ah. Vielleicht muss ich was mit meiner Axt machen. Das sieht besser aus. Das sieht besser aus.
Und das war die ganze Zeit vor unseren Augen. Na also. War doch ganz einfach. Hat man nur mal kurz den Kopf... Oh, nee. Wer bist du denn schon wieder? Au, 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 au. Uncool. Ich weich doch aus. Bin ich schnell genug ausgewichen. Würdest du drauf gehen? Nein, ich habe Ausweichen gedrückt. Gabe der Abwehr. Her damit. Ich brauche Gabe der Ausweichung. Liegt hier noch irgendwo Gesundheit? Ich glaube. Au. Habe ich nicht noch so einen Auferstehungsstein? Wie denn? Wie schaffst du das? Ah, ich habe einen. Oh, ich bin richtig guter Gott des Krieges. Ich merke schon. Hab das voll drauf mit dem Kämpfen. Und vor allem Rage habe ich drauf. Gesundheit habe ich nicht mehr viel. Komm schon. Ja, das muss reichen. Ja! Und da liegt ja ein Hilfe-Item. Ja, damit. Komm zu Papa. Und was ist das? Chaosflamme. Kann ich meine Klingen wieder aufrüsten? So, nichts leichter als das. Das machen wir auch mal hoch. So, da unten konnte man noch weiter runter. Aber gehen wir erstmal hier lang. Baldur ist hier. Ah, da ist er. Baldur. Er darf uns nicht sehen. Hör zu. Du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht. Hör mal da mal ein bisschen zu. Hey, die Hexe ist seine Mutter. Diesen Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Okay, befreie interessant. Bitte, 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 befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. So. Glaubt ihr, hat ihn unsterblich gemacht? Dankst du mir? Da wäre ich mir nicht so sicher. Du bist ein ganz schönes Arschloch geworden. So. Hui. So, wir finden eine Lösung. Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß wie. Was? Du wolltest deine Mutter zusammenstechen? Das ist krass. Ah, er kann es nicht. Er ist besser als mein Sohn, was das angeht. Mein Sohn hat mich mit einem Pfeil durchbohrt. Ja. Da schämt er sich wohl, dass er feige ist. Ja, wollen wir die Hexe aber mal ein bisschen zur Rede stellen. Oh, da ist eine Truhe. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich's auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Was du mir angetan hast! Ja, Baldur dreht gerade ein bisschen durch. Und weint. Ich dachte, er kann nicht mehr fühlen. Was ist denn hier los? Hoffentlich hört Baldur das nicht. Der wird mir den Arsch versohlen. Du mit deinen tollen Streikkolben da. So einen will ich auch. Komm schon.
Ich habe das Gefühl, ich hätte mich wieder upgraden müssen in irgendeiner Art und Weise. Ach, das bringt doch nichts gegen die Chaos-Klingen. Health-Items, alle beide. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sohnemann. Die könnten ruhig mehr auf die Feinde gehen. Ja. Au, nein. Nein. Na also. Au. Ja, danke Spiel für die... Wie ist das passiert? Ich will doch nur die Gesundheits-Items. Mehr ausweichen. Weniger Treffer kassieren. Alles gute Strategien. Muss nur damit anfangen. Vielleicht sollte ich Atreus auch mal wieder mehr einsetzen. Nachdem seine Kommentare jetzt nicht mehr ganz so furchtbar sind. Das ist schmerzhaft. Das ist mir auch mal passiert. Das ist extrem schmerzhaft. So. Alle tot? Ja, ja. Irgendwer redet da schon wieder mit mir. Ich glaube, es war ein Stein. So. Praktisch hier, dass man den einfach versenken kann. Fühlt sich an wie so im Pokémon-Spiel, wo man mit Stärke sowas Ähnliches machen musste. Waren zumindest ähnliche Rätsel. Nur, dass das hier beeindruckender aussieht. Oh nee, schon wieder so ein Rätsel. Ich bin doch nicht gut im Sachen sehen. Hab gerade auch eine Brille auf und kann nicht behaupten, dass das hier jemals geholfen hat, blaue Leuchtdinger zu sehen. Ja, wir kommen darauf zurück, wenn die Zeit reif ist. So, noch nicht genug gebrannt. Sehr gut. Jetzt haben wir's. Da hinten ist nix. Aha. Nummer 1. Da liegt eine Kiste, die hätte ich gern. Oh, was ist das denn für eine epische Musik gerade? Was ist das denn für eine epische Musik? Muss ich hier gar nichts machen auf der Seite? Ah, da ist noch so ein Stein. So, irgendwo noch so ein Leuchtteil. Ich sehe keins, also mach mal weiter. Vielleicht war es da ganz offensichtlich in der Ecke, aber ich hätte keine Ahnung. So. Schieben, schieben, schieben. Wer sein Studium liegt, der schiebt, hieß es zu uns immer, oder bei uns. So, genug geschoben. Müssen wir da raufklettern, sieht gut aus, aber was haben wir hier hinten freigeschaufelt? Ein Haufen gar nichts. Na gut. Man kann nicht alles haben, dann wollen wir... Ah! Und wie ist das jetzt schon wieder hier zu verstehen? Ja, danke für nichts. Kriege ich die irgendwie kaputt? Vielleicht von hinten? Nö, sieht auch nicht so aus. Doch, von hinten. So, dann einmal, wo ist denn ein Loch links? Hier ist ein Loch links. Das muss reichen. Lass los. Nein! Jetzt hast du es genau falsch gemacht. Okay, wir nehmen den Eingangsbereich. Mensch, die Dinger haben sie aber gut versteckt. Kein Wunder finde ich die nie. So, das muss reichen. Und weg mit dir. Sehr schön. Und es ertönt schöne Musik, wenn ich das mache. Das gefällt mir. Müssen wir nur noch das Letzte finden. Und wir wissen, das Letzte ist immer das Schwierigste. So, lass los. Und dann wollen wir mal klettern. Die Truhe sollten es nämlich nicht entgehen. Haben wir da unten noch was? Nee, da kniet nur unser Sohn. Ich hab's gesehen. Da hinten ist es doch. Wieso habe ich das vorhin nicht gesehen? Vor allem, wie komme ich da ran? Ja! Mensch, dass ich das getroffen habe. Her damit, egal was drin ist. Ich hoffe, das erhöht wieder meine Wut. Ah, es sieht gut aus. Blutmet. 3 der 3 Hörner mit Blutmet gesammelt. Die Rage wird erhöht.
Ist das nicht schön? Das macht mich ja so wütend, dass ihr hier seid. Fall runter. Hab ich schon weniger Geschieß. So, ich glaube, wir müssen eigentlich hier rüber. Ja. Da ist zumindest so ein Ding. Oh, das ist ja ein Riesenboot. Hab ich bis jetzt nicht gesehen. Ich kann nicht interagieren, solange ich im Kampf bin. Irgendwo haben wir das schon mal festgestellt. So. Sehr schön. Ich mag's immer noch, wie stark ich bin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Oh, bestimmt. Wir legen noch ein bisschen Feuer hier auf Deck. Ist hier sehr wasserabweisend. Lass mir ein wenig Raum. Ja. Raum zum Denken. So, das brennt schon mal. Das ist gut. So soll das Glob sein. Da sind Fässer, da sind Schilder, da sind Spiere und Pieksdinger. Mehr Fässer, mehr Gesundheit. Hier sind ja auch noch solche Sachen. Leichenhaufen und all das. Man kennt's. Was kann ich tun? Du hast schon genug getan. Seil doch drin. Nehmen wir vielleicht die Axt? Seil doch drin. Klappt nicht. Also ich bin Atreus nicht mehr sauer. Der kann ruhig helfen. So. Ah, das passt doch. Dann segeln wir mal. Oh, ist das ein schönes Segel. Toll. Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus... Ach, den Schwimmer hoch. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahnen erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja. Das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Schade eigentlich. Das ist das Boot, das wir haben. Was ist denn jetzt los? Wir kentern. Aber warum? Ja, das ist nicht gut. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Ja. Ist das Feuer schön warm? Was jetzt? Der hätte die Titanic auch kaputt gemacht. Hat er vielleicht auch. Woher soll ich wissen, was jetzt? Mach ihn halt kaputt. Oder wir stoßen uns ab. Hab ich ein Steuerrad? Kann ich die Segel einziehen? Kann hiermit nicht interagieren. Vielleicht, wenn ich mit meinem fetten Arsch hier ganz hinten hingehe und das Boot so ein Wheeli macht. Nee, das war es auch nicht. Dein Vater denkt nach. Ja, ich denke nach. Das ist nicht sehr erfolgreich. Ja. Ja, dein Vater hat hier einen Gedanken gehabt. Jetzt können wir fliegen. Siehe und staune, Sohn. Wir... passiert nichts. Etwas passieren soll? Muss ich hier hoch? Kann ich nicht. Du hast die Segel losgeschnitten. Was jetzt? Ich arbeite dran. Kann ich hier was losbinden? Nee, das war Gesundheit. Ich sollte die nicht alle jetzt aufnehmen. Ich habe ja noch so viel. Glaub, hier kämpfen dann einige Leute mit mir. Gut, ich habe nicht viel. Ich habe ja jetzt nur noch das Rad. So. Wir fliegen. Na also, ich zerstöre mal die Kisten hier. War leider nichts von Bedeutung drin. Von den Feuern. Wir schweben tatsächlich. Ja. Nein, was ist hier? Ist mir da hoch? Ich gehe mal da hoch. Nicht alles gut. Bleib auf dem Boot. Oh, ein riesiger Anker. Und eine Truhe. Die gehört mir. Atreus ist ja auf dem Boot. Diesmal kriegt er nichts ab. Dafür, dass er so frech war und mich erschossen hat. Legendär Zauber. 25% mehr Brandschaden. Oh, den können wir irgendwann ausrüsten, wenn wir dran denken. Soll man die Anker hier einfach runterwerfen? Soll man Kisten zertrümmern? So viele Fragen. So wenig Ahnung. So, da oben. Ah. Hui.
Hat das schon gereicht? Passiert hier was? Oh, und ob da was passiert? Ah, das ist schön. Wieder so eine richtig schöne Loot-Folge. Leichter Runenangriff. Ich bleibe auf dem Boot. Sehr gut, Sohn. Oh Mist, ich hab's versaut. Hätte die Axt ja jetzt nicht rufen sollen. So. Ah, kann ich ja von hier wieder korrigieren. So. Ja, ja. Gesundheit lässt das Spiel mir jetzt schön, schön viel zukommen. So, wir hängen hier unten. Gibt's da noch irgendwas, wo ich meine Axt unten ranwerfen kann? Oder eigentlich könnte ich mich ja hier einfach abstoßen. Ich bin doch so stark. Hm. Ich denke aber, da müsste es auch irgendwo so ein Drehteil geben. Hier gibt's ein Drehteil. Ja. Nein. Ich will doch auch aufs Boot. Warte dort auf mich. Ach du alte Sabberhexe. Danke, Atreus. Siehst du, du hilfst wieder. Wieso bist du denn eine Eisgifthexe? Oh, wie viel von euch wollen denn noch zur Party kommen? Au, au, au. Ich habe einmal au gesagt, das muss reichen. Ja, ist gut. Ja, ja, pronto. Irgendwas pronto. Ja. Wieso verschwindet ihr hier alle? Gut, Atreus Bogen funktioniert tatsächlich. Ja, ist sehr gut. Und weg mit dir. Weg mit dir, habe ich gesagt. Mist. Au. Danke, Atreus. Da ist Rage. Wo ist denn die andere? Nicht die andere Rage. Die andere Hexe. Irgendwo da hinten. Schön aufsammeln. Nein. Komm hier. Oh, macht euch doch nicht immer so rar. Au. Danke, Sohnemann. Du bist jetzt wieder schön geschockt für deinen alten Herrn. Au. Au. Ha! Atreus hat dich zur Strecke gebracht. Dir ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen. Du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben. Sein Schmerz zerreißt. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt. Er... Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Ja. Ein Glück bin ich nicht der klügste Mann der Welt. So, dann wollen wir hier hoch. 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 Und dann fahren wir mal mit der Achterbahn. So. Einmal. Ich glaube, das reicht noch nicht. Nochmal. Hui. Daneben geworfen. Hui. Daneben geworfen. So. Daneben geworfen. Jetzt aber. Bis zum Anschlag. Na, das habe ich doch super gemacht. Und jetzt hole ich die Axt. Dann ist alles wieder in bester Ordnung. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Komm, Atreus, streng dich mal ein bisschen mehr an. Voll aus der Bandscheibe. Am besten ruckartig. Sehr gut. Hey, vergiss deine Axt nicht. Axt. Axt. Komm hier. Ja, das glaube ich. Lass es uns beenden. Bin ich das? Es ist Zeit. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht.
Er ist, glaube ich, nicht ganz aufrichtig. Himmel von Helheim. Schön hier, muss ich sagen. Vor allem, dass mein Feuer... Festhalten! Wer bist du denn? Wie bist du aufs Schiff gekommen? Keine blinden Passagiere heute. Ja, ich bin bereit. Die sind ja noch einfach. Guck, dein Papa kann auch was. Oh, der ist weggeflogen. Hört mal auf, mich zu entern. Oh, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Das Spiel mit einem der besten Kampfsysteme, die ich kenne. Ich bin richtig froh, dass ich das gerade spiele. Das wäre beinahe an mir vorbeigegangen, das Spiel. Ich meine, 2018 ist es schon rausgekommen. Wir haben 2024, aber hat sich gelohnt zu warten, bis es auf PC ist, weil ich einfach nicht so Controller-affin bin und das sehr gern mit Maus und Tastatur mache. Dann auch auf entsprechender Grafikeinstellung. Ich bin ziemlich zufrieden. Auch, dass ich es endlich von meiner Liste jetzt abhake. So, weg mit dir. Oh, das buggt aber. So sollte es nicht sein. Nein, Anker! Ich will nicht, dass jemand ankert. Nein, sie entern uns. Mit Enterhaken. Eine Harpune! Ich befreie uns! Wie befreie ich uns? Oh, den kann ich ja nicht ausweichen. Was sage ich immer? Harpunen sind besser als Harpien. Sage ich gar nicht so oft, aber wenn ich es sage, dann meine ich es auch so. So. Weg mit euch. Fels. Ja. Und weg mit dem Anker. Weg. Achso, kann ich nicht im Kampf. Komm schon, Sohn. Ich drück doch auf das Quicktime-Event. Ich lade mich mal auf. Weg mit euch. Und weg mit dem... Das gibt's doch nicht. Wie viel wollen von euch noch kommen? So. Und schieben, 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 schieben. Ich dachte, da war noch ein zweiter. Ach, der ist runtergerutscht. So. Erstmal eigentlich aufsammeln. Kopf, wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Na also. Da ist schon mal eine Brücke. Ja, du hast ihn ausgeschalten. Das ist doch gut genug. So, diesmal funktioniert die Animation. So soll das sein. Ein Glück treffe ich meinen Sohn damit nie. Ich bin sehr präzise, muss ich sagen. Lass uns versuchen, das Feuer auszumachen. Auf der linken Seite. Ich meine Backbord. Feuer brennt wieder. Bin doch ganz vorsichtig. Ihr haltet euch schön vom Feuer fern. So, jetzt gibt's aufs Maul. Kannst nicht einfach versuchen, mich hier drin zu halten. In Helheim. Komm schon. Oh, das hat nur einen getroffen. Schade. Das ist so spaßig gerade. Ich liebe die Waffe. Und die Axt wird auch immer besser. Hui. So. Das habe ich doch mal zur Abwechslung gut gemacht. Wieso sind wir immer noch so schräg? Danke für die Warnung. Komm schon. Oh, du bist wieder aufgestanden. Du lässt es schön bleiben hier. Du lässt es schön bleiben. So. Wer wird was rammen? Oh. Ja, das ist Pech. Ja, hat mein Sohn recht. Nehmt das.
So. Och, da ist schon wieder so ein Wasserpriester. Lass das schöne Feuer in Ruhe. Weißt du, wie lange das dauert, das anzumachen? Was habe ich gerade gesagt? Die hören einfach nicht. Kein Wunder sind die in Heelheim. Na komm. Ja. Hinter dir, Vorsicht! Ja, erst looten. Oh, guckt euch die an. Die wollen hier wieder alles looten. Da bin ich aber total unzufrieden damit. Ein Glück lassen sie es da hinten gerade in Ruhe. Ich hab doch noch mein Schild ausgewählt. Sehr schön. Och nee. Nicht schon wieder so ein Ding. Macht doch das schöne Schiff nicht kaputt. Was ist denn falsch bei euch? So, erste, wären wir schon los. Schau, wieder eine Hexe. Geschockt gefällt ihr mir am besten. Au. 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 Du kannst nicht. Ich kann auch nicht. Mist. Mist. Krieg ich von den Hexen im Mausmaul. Ich aber. Du nimmst die Flugteile. Ich nehme die Gesundheitsitems. Ja. Hinter mir, rechts von mir, über mir. Hab ich doch schon alles im Griff. Hab ich nicht im Griff. Hilf mir mal, Atreus. Au. Gut. Schön auf die Hexen. Ja! Ich habe eine Hexe getroffen. Und weg mit dir. Die andere hat sie irgendwie auch besiegt. Na gut. Sehr schön. Wir sind aber immer noch ziemlich schief. Ich sammle mal derweil ein bisschen was ein. Man tut ja so wenig für die Gesundheit. Das klingt doch nach einer guten Antwort. Ich bin zufrieden damit. Noch jemand da? Ich habe ein Haar gehört. Ich glaube, das war Atreus. Da ist der Vogel da hinten. Haben wir jetzt komplett verpasst. Ah, da ist noch sein Hinterteil. Ja, da kann er auch bleiben. So, du gehst gleich wieder nach unten. Ah. Da war ich nicht ganz vorsichtig. Aber er auch nicht. Tschüss. Schade nur, dass die meinen Loot dann immer mitnehmen. Mit in die Tiefen von Heelheim. Ja, ist schon in Ordnung. Ich glaube, die paar Hacksilber können wir inzwischen verschmerzen. Gage und Gesundheit. Zu gleichen Teilen. Und tschüssi. Das muss ich immer so gut. Nein, mein Loot. Ah, ist hier geblieben. Ist zum Glück, hat er es beim Abstürzen noch über Bord geworfen. Beziehungsweise wieder an Bord. Wieso noch nicht? Na, wenn die Gegner einfach sind, schlage ich mich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das sollte ich einfach dauerhaft zu meiner Strategie machen. Einfach nicht die schweren Gegner suchen. Es läuft doch wunderbar. Oh. Da. Nein, nicht schon wieder. Nein, die hat sich rumgewickelt. Ja, ihr merkt es. Bin nicht begeistert. Ich weich aus. Jetzt hau ich den zu Brei. Ja, komm schon, nicht mehr viel. Gleich betäubt. Ja! Mensch, ging das schnell heute.
ist zwar noch nicht down, aber zumindest die Gegner schauen. Können wir damit umhauen? Ja! So hatte ich mir das vorgestellt. Und jetzt das Ding noch am besten über Bord senden. Na gut, da wären wir beinahe selbst über Bord gegangen. Komm schon, gleich ist down. Ja, komm schon. Oh, immer noch nicht down. Dann hau weiter drauf. Oh, ich würde sagen, der Besuch beim Kieferorthopäden war nachhaltig schädlich. Aber wir müssen die Harpune lösen. Bin doch vorsichtig. Guck mal, wie viel Loot hier ist. Zum Glück ist das nicht getimed hier. Ich sammle erstmal alles auf, bevor ich abstürze. Glaubt, das ist die richtige Vorgehensweise. Sehr schön. Sehr schön. So viel Hacksilber. Nur für mich. Nicht für meinen Sohn. So. Ach, wir reißen den Bug ab. Das kann man natürlich machen. So, ich drück doch eben Bekloppter. Oh, ich würde sagen, das ist eine Lösung gewesen. Da ist ja der Tempel. Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Zeus, nein, danke. Was machst du hier in Helheim? Das ist nicht deine Mythologie. Ich glaube, das bin ich, wenn ich jünger war. Als ich jünger war. Da geht Zeus so richtig an den Kragen. Da kommt aber nicht viel Gegenwehr von Zeus. Los, komm, wir müssen weg. Du sahst. Weg hier, sieh doch. Was bist du denn für ein Viech? Boah, da habe ich ein bisschen Angst bekommen. Oh oh. Oh oh. Ich habe einen Plan. Spring! Weiß nicht, ob das der beste Plan war. Na, hat funktioniert. Gut, wenn man wenig Fallschaden hat als Gott. Ja, das können wir nicht mehr mit leichten Gebrauchsspuren zurückgeben. Das war dein Plan? Ihr seid ja beide irre. Wir haben es doch geschafft. Was willst du eigentlich? Wir verlassen diese Welt. Jetzt. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Ah, was? Einfach hier schön meißeln. Einmal. Ja, zweimal. Und das hat schon gereicht. Die Tür war leicht zu beeindrucken. Was ist das hier? Hoffentlich nicht schon wieder. Stil sticht sofort ins Auge. Ich finde den Stil gar nicht mal so schlecht. Bisschen zu viel Spinnenweben für meinen Geschmack, aber ansonsten... Sieh doch mal! Die fehlende Tafel über Tier! Ja, und Odin jetzt? Odin hat sie gestohlen. Aber warum? Weiß ich doch nicht. Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Na gut. Ich erkenne daran nichts. Nicht erwartet. Warum? Was zeigt sie? Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tier. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, soll ich das wissen? Das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher... Das erkenne ich zu gut. Ja, Krieg, Luft und Auge. Seine Augen. Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Schau mal, ob du was siehst. Interessant. Oh, ein Smiley.
Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jötunheim. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Mach ich nicht. Gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Na gut. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Herr Brock versteckt sich hier bestimmt in der nächsten Ecke. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung. Eintracht Frankfurt? Das hat ein anderes Symbol. Da hast du dich geirrt. So. Brock, komm her. Musst einen Schlüssel machen. Ja, dass ich hier mal noch meinen Schlüsseldienst rufen muss. Ich dachte, die Schusseligkeit habe ich ein bisschen abgelegt. Naja, anscheinend nicht. Was du vorhin sagst. War ein schlechter Moment. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Na schön. Jo. Also dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Sieht das hier fancy aus? Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.